Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi Spiel Star Citizen. Ja, der Januar ist da und es gibt tatsächlich zurzeit nicht viel zu tun. Der Januar ist ja eh immer so ein bisschen so dieser fahle, dunkle, triste, unlustige Monat, leider. Aber da müssen wir durch. Und es gibt auch in Star Citizen nicht wirklich sehr viel zu tun. Allerdings ist bei mir, wir sind hier auf MIG-L1, ein Refinery Work Order fertig. Und ich würde sagen, wir verkaufen den heute einfach mal. Mining ist halt so mein Steckenpferd. Und ich denke mal, wir werden auch das nächste Mal mal wieder ein bisschen, vielleicht eventuell mal wieder mit dem Rock losziehen. Also ich habe schon ewig, ewig, ewig nicht mehr gerockt, muss ich sagen. Und ja, einfach mal wieder ein bisschen rocken, fände ich vielleicht auch nicht schlecht. Also seitdem die 3.12 da ist, war ich, glaube ich, noch nicht einmal rocken, muss ich sagen. Von daher wäre das vielleicht auch mal wieder eine Idee. Hätte ich Bock drauf. Aber heute verkaufen wir jetzt erstmal hier den Refinery Work Order. Vielleicht weiß der eine oder andere immer noch nicht richtig damit umzugehen. Wie auch immer. Ja, im Moment ist halt so ein bisschen tote Hose. Aber egal, es gibt immer was zu tun, auch in Star Citizen. So, jetzt fahren wir erstmal in die raffinöse Raffinerie. Dann gucken wir mal, wie viel das ist und vor allen Dingen, was das ist. Es dürfte recht lukrativ sein. Ich hoffe, es ist lukrativ. 5,8 Millionen. Ich würde mir ja in-game jetzt gerne nach der Valkyrie eine Conny holen. Allerdings weiß ich auch noch nicht so recht welche. Habt ihr gerade das schwarze Loch gesehen? Von daher, ja, bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Also mir wäre eigentlich die Andromeda am liebsten. Und es ist auch die günstigste. Ich mag das partout nicht, wenn dieses Ding über einem drüber fährt. Ich weiß nicht warum, ich fühle mich da nicht wohl. Hier dann schon, hier hat mir was über den Kopf. Ja, die Refinery sieht immer noch cool aus. Also wenn ich hier durchlaufe, denke ich schon jedes Mal so, oh ja. Haben sie schon cool hingekriegt, ne? Management just wanted to make a general announcement to check your valve settings. We've been noticing leaks in processes. Hier stehen sie alle rum. Und ja. Das ist ein wenig creepy. Egal, nicht drüber wundern. Aber hier in dem Laden ist wenigstens was da zum Kaufen. Die letzten Tage hatte ich grundsätzlich Surfer, wo hier alles leer war. Feel free to take a look around. Von daher packen wir uns direkt noch mal ein Wasser ein. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. So. Wir gehen jetzt hier hoch zum Refinement Hey, back again, I see. Processing. Welcome. You see anything you like? So, einer ist fertig, einer ist noch am Arbeiten. Ihr seht das hier, der braucht noch 15 Stunden. Lanitanid. Und hier habe ich Agrizium Lanitanid. Das war tatsächlich eine Prospektorfall, also 32 SCU. Da war nicht ein Gramm Inert dabei oder irgendwas anderes. Hier war so ein bisschen Müll mit bei, aber die war eine reine Prospektor. Haben wir auch knapp 30 SCU. Schauen wir mal, wo wir die reinpacken. Pass in die Valkyrie? Nehmen wir die Valkyrie. Ich nehme im Moment gerne die Valkyrie.
So, jetzt warten wir einen Moment. Jetzt wird es verladen. Zack. Jetzt ist die raffinierte Ware in Valkyrie und der Rest hier läuft noch bis heute Abend. Den werde ich dann morgen erst wegbringen. Ah ja, das haben sie schon echt cool hier gemacht. Und solange wie das jetzt auch noch so gestort ist und sowas, ja, kann auch ein 30k kommen und ihr würdet den Kram nicht verlieren. Ich hoffe mal, der Surfer hier lässt uns nicht im Stich. Aber ja. Probieren geht über Studieren. Es kann immer was schief gehen. Ihr wisst, es ist Star Citizen. Hey, wir sind Kummer gewöhnt. Obwohl ich sagen muss, Anfang der 3.12 hatte ich viele Probleme. Und im Moment geht es aber tatsächlich. Also, ich will es nicht verschreien, ihr wisst. Von daher. Aber das ist halt, das Risiko spielt hier immer mit. Ich meine, ist ja nichts Neues. Aber no risk, no fun. Das macht es natürlich auch ein bisschen. Ja. Spannender. So, jetzt gehen wir hier an den Fleet Manager. Die Valkyrie, er checkt noch. Holen wir die mal raus. Die müsste jetzt eigentlich voll sein, obwohl mir wurde das letzte Mal die Ware da drin auch nicht angezeigt, aber sie war drin. Also, wenn ihr da reinkommt und da steht nichts drin, nicht wundern, sie war drin. Ich bin dann einfach ganz normal verkaufen geflogen und sie war tatsächlich drin, die Ware. So, Pet 08. Komischerweise jetzt, wo einem das immer angezeigt wird, wo die stehen, jetzt behalte ich mir das auch. So, wir nähern uns mit schnellen Schritten der guten Valkyrie. Da wir hier auf Mikkel 1 sind, verkaufen wir den Stuff heute auf Microtech. Da vielleicht auch noch ein bisschen was. Die meisten fliegen halt tatsächlich eher zum Flughafen. Oh, die Ware ist drin. Ich fliege direkt zu den Commons. Haben tatsächlich manche auch noch nicht gewusst, wie man das dort machen kann. Von daher machen wir das heute einfach mal so. Ihr seht's, Ware ist verladen. So, und wenn man dann in dem Moment, wo wir gleich abgehoben sind, ab dem Moment sollte man halt keine Zeit mehr verlieren. Dann muss es schnell gehen. Und wir werden, glaube ich, das nächste Mal auch wirklich testen, ja, mal eine Runde zu rocken mit der Valkyrie hier. Das müsste eigentlich super gehen. Dafür habe ich sie mir ja letztendlich auch geholt. Aber ihr seht es ja, 30 SCU. Ich wurde bei der letzten Folge oder einer der letzten Folgen schon mal gefragt, ob man mit ihr handeln kann. Also 30 SCU ist jetzt nicht unbedingt so viel. Aber es reicht für zum Beispiel hier den Graben wegzubringen. Wäre jetzt nicht das Schiff, mit dem ich handeln würde. Tatsächlich. So. Wir fliegen jetzt nach Microtech. Wie gesagt, ab jetzt sollten wir uns ein bisschen sputen. Weil ab jetzt ist quasi die kritische Zeit. Wenn jetzt was passiert, ist unsere Ware weg. Hoffen wir es mal nicht. So. Direkt der Weg nach Microtech. Sind auch gute kurze Wege hier, also das finde ich ganz okay. Was auch sehr gut geht, na, bleibt doch offen. Also Gruul, Gruul 1 und Crusader. Obwohl bei Gruul, ja, da müsst ihr schon wieder ein Stück fliegen. Also ich, ihr könnt die Ware, beziehungsweise das, was ihr refined habt, nur auf A-Corp
Hearthstone oder Microtech verkaufen. Von daher ist Gruul 1 eigentlich gar nicht so super zum Refine, weil ihr da einen langen Weg habt, um die Sachen nachher zu verkaufen. Aber Hurl 1 und Ark L1 ist eigentlich am besten. Aber ja. So, wir peilen direkt Microtech an. Beziehungsweise Microtech sind wir schon. Was rede ich denn wieder? New Babbage. Man merkt, es ist früh am Morgen, oder? Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn wir mal irgendwas machen sollen. Oder wenn ich mal irgendwas Bestimmtes machen soll. Allerdings ausgeschlossen, ihr wisst es, FPS oder PvP. Das ist nicht meins. Also, ja, wir können mal eine Boarding-Mission machen. Das wäre ganz cool mit dem Ben zusammen. Im Shorty vielleicht. Das wäre mal auch noch eine nice Aktion. Habe ich noch nie richtig gemacht. Von daher, aber es soll im Moment auch relativ buggy sein. Würde ich bei sowas immer gerne ein bisschen abwarten. So, jetzt kommt man hier eigentlich super rein. Was wichtig ist, ich gebe jetzt immer erstmal Vollgas. Weil wir sind auch noch relativ hoch. Ich mache mir hier schon mal den Comms. Monitor an. Weil, was wichtig ist, ich hole mir hier immer als erstes eine Landeerlaubnis. So, jetzt hat das hier geflackert. Jetzt müsste es auch da sein. Ja. So. Ich hole mir eine Landeerlaubnis. Damit sind wir hier erstmal safe, wenn was ist, dass wir direkt wieder hier spawnen quasi. So, jetzt fliegen wir aber nicht zum Spaceport, auch wenn wir da uns die Landeerlaubnis erfragt haben. Sondern wir biegen direkt ab zu den Commons. Die Commons sind die vier kleinen, runden Hallen dort unten. So, seht ihr, war gut, dass ich Wasser geholt habe, weil ich habe schon wieder Durst. Aber New Babbage, jetzt gibt es ja genug zu trinken. Dann müssen wir nicht unbedingt an unseren Vorrat gehen. So. Wir werden mal langsam, ein wenig langsamer. So, ihr seht es auch hier vor dem Moment, wo mein Steuerkreuz jetzt drauf ist. Das sind die Garagen. Und davor parken wir jetzt. Dort kommen wir auch rein. Wie gesagt, ich war erstaunt, dass sehr viele das nicht wussten. So, wir haben erstmal Landing Gear ausgefahren. Ja. Schauen wir mal kurz nach unten. Ja. Also ihr könnt auch unten auf dem Eissee parken. Aber ja, hier oben ist besser. Hier oben müsst ihr nur gucken, dass die Rampe nicht zu weit über dem Boden hängt. Weil ich hatte letztens das Problem, die Rampe war so weit oben, dass ich nicht mehr in die Valkyrie reinkam. Und das ist dann schlecht. Von daher gucken. Perfekt. Gut, dann lassen wir sie so hier stehen. Ich mache auch nur die Engines aus. Power lasse ich on. Weil so haben wir halt noch ein Schild auf ihr. Beziehungsweise der Schild ist noch an. Sprich, wenn uns jetzt jemand ein bisschen doof kommt, muss er halt erstmal durchs Schild. Dann geht sie nicht ganz so schnell kaputt, wie wenn die Power off wäre. So, aber ihr seht, wir sind jetzt hier ganz luxuriös quasi. Direkt vor den Commons gelandet. Hier ist die Garage, wo ihr mit den Bodenfahrzeugen rauskommt. Oh, da hätte ich ja auch mal wieder Bock drauf. Nox fahren oder so. So. Schnell hier rein. Weil je nach Wind kann es auch echt
dauern, bis ihr den Berg da hochgelaufen seid. Von daher immer so nah wie möglich nach oben parken. Aber ihr seht ja, ist kein Mensch da. Das ist immer schön. Hatte ich auch schon anders. So. Wir fahren zu den Commons. Auf jeden Fall da dieses eine Mal, wo ich nicht mehr in die Valkyrie reinkam. Da hat der gute Ben mir dann geholfen mit der Vanguard. Und dann ist er quasi, ich stand auf der offenen Ladeluke oder auf der offenen Rampe. Und er ist dann mit der Vanguard so nah an die Valkyrie rangeflogen, dass ich so Colt Sievers mäßig, den werden nicht alle von euch kennen, nur die ganz Alten. Auf jeden Fall bin ich Colt Sievers mäßig dann von der einen Rampe auf die andere Rampe gesprungen. Und dabei noch beinahe verblutet. Medpen hat es gekostet, aber ich konnte meine Ware safen. Denn ich habe dann die Valkyrie oben im Spaceport eingestort, bin auf einen anderen Surfer und konnte dann dort verkaufen. Also wie gesagt, es ist immer im Moment ein bisschen Glücksspiel, ob ihr verkaufen könnt an den Terminals oder nicht. Manchmal hilft es aber auch einfach nur wirklich einen Moment zu warten. Tatsächlich. Und daher schauen wir mal. Ja, ich gehe immer hier hinten hin, frag mich nicht warum. Spleen. I don't know. So, jetzt warten wir hier schon einen Moment, bis der sich sortiert hat. Jetzt sehen wir auch direkt hier. Valkyrie, alles da. Unten sehen wir auch 88.000. Laranit. Ja, hier war halt viel Akrizium mit bei. Also Laranit und Taranit ist ein bisschen mehr wert als Akrizium. Aber nichtsdestotrotz, 80.000 haben oder nicht haben. So, jetzt ist der Monitor down gegangen. Normalerweise gehe ich dann immer ein Stück weg, das habe ich jetzt natürlich vergessen, nach der zweiten Ladung. Aber ich gucke dann immer noch mal. Ja. Hier haben wir noch die Valkyrie, ja, hat er nicht genommen. Dann müssen wir das noch mal machen. I'm sorry. Due to inactivity, we have been forced to... Er sagt jetzt nur, dass unser... Ah, hat er doch genommen. Okay. Er sagt uns nur, dass unser Landepad jetzt quasi vergeben wird, weil wir es nicht genutzt haben. So, jetzt müsste aber dann die Valkyrie doch langsam leer sein. Es dauert immer alles eine Weile. Ihr müsst ja echt Geduld haben. Die Backend-Surfer sind im Moment nicht so schnell. Ja, jetzt erscheint sie gar nicht mehr. Das heißt, die Valkyrie ist näher. So, wir sind... fast 90.000 reicher. Auch nicht schlecht. Also ihr seht, wir machen in letzter Zeit immer ganz gut Kohle. Das letzte Mal mit den Illegal Surveillance Missionen. Wird auch alles sehr gut bezahlt zurzeit. Was auch interessant ist, sind teilweise die Bounties. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier welche haben. Ne, haben wir nur zwei. Ja, das sind nur die PvP-Missionen, das sind nicht meine. Aber Hursten rum gibt es wirklich sehr, sehr viele Bounty-Missionen, MRT und sowas, wie sie jetzt alle heißen, die neuen. Wenn man die nacheinander macht, kann man auch gut Geld verdienen. Ihr kennt mich ja, ich bin immer... Ich mache immer mal dies, mal das, mal jenes. So, und ich würde sagen, ich hole mir jetzt hier noch keinen Smoothie. Ich habe keine Lust auf Smoothie. I don't want a Smoothie. So. Oh, ich habe noch den Helm auf. So, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat,
auch mal die alltäglichen Dinge zu tun, die wir halt immer tun, aber das gehört nun mal dazu. Dann ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ja, wenn ihr euch mehr über das Spiel informieren wollt, könnt ihr das gerne tun auf der Seite robotspaceindustries.com. Dort könnt ihr euch völlig kostenlos registrieren. Und wenn ihr bei der Registrierung meinen Referral-Code angebt, beides findet ihr in der Videobeschreibung, sowohl den Link zur Seite als auch den Code. Dann erhaltet ihr in-game direkt 5000 Credits gutgeschrieben, anstatt nur 1000. Und ich sammle jetzt noch ein paar Päckchen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Habt eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.